Schwarz XXL heute mit Mia Böse, Hannes Bender, Oliver Welke und Titti Wierdorf. Ja. Oliver und Hannes, ihr seid viel beschäftigte Menschen. Deswegen habt ihr jetzt einen Gerichtstermin. Und allerdings nicht als Anwälte, sondern als Angeklagter. Angeklagter, also eine Person. Und dafür brauche ich jetzt Ihre Hilfe. Nennen Sie mir doch einen wichtigen Kosmetikartikel für Frauen. Kajal. Lipgloss, Kajal. Weiß, Mascara, Nagellack, Nagellack, den nehmen wir doch, den Nagellack. Bedeutet nämlich, Herr Angeklagter, Oliver und Hennis, ihr habt mit Nagellack eine Bank überfallen. Dafür müsst ihr euch jetzt natürlich verantworten. Und die Richterin ist sehr böse. Sie ist sogar Mirja böse. Also ich bitte euch jetzt an eure Pote. Okay. Herrlich übergeleitet. So, noch ein Problem. Ich hatte das schon mal angedeutet. Ihr seid ein Angeklagter. Ihr seid eine Person. Das heißt, ihr dürft immer nur abwechselnd mit einem Wort jeweils Rede und Antwort stehen. Wie verdecke ich dich am besten, Hennis? Komm einfach. So wäre es schön, genau. Ja, okay. So, Herr Angeklagter. Frau Vorsitzende. Soll ich das die... fest? Ja. Du wolltest das mitnehmen, oder? Damit sie nicht schön, ganz außer sich geraten. Das weiter rüber, ist egal. Frau Böß. Aua. Ich eröffne jetzt die Verhandlung. Ruhe bitte! Die Verhandlung ist eröffnet, wir eröffnen. Wir verhandeln heute in der Staatssache gegen Welkbend. Wir möchten bitte, dass Sie sich jetzt erstmal zu dem Vorfall äußern. Schildern Sie uns, was passiert ist. Es war an einem regnerischen Tag, als ich eines Morgens aufstand und dachte, ach, überfalle ich doch mal eine Bank. Gut, nun wurde mir geschildert, dass Sie die Bank nicht einfach so überfallen haben, sondern auch Hilfsmittel dabei hatten. Wie kamen Sie auf die Idee, solch ein Hilfsmittel zu verwenden? Und was für ein Hilfsmittel haben Sie verwandt? Meine Freundin besitzt ein Vibrator, der allerdings leider kaputt war. Ich denke, das tut ja nichts zur Sache. Deshalb habe ich ein Pfiffikus, der ich bin, einfach mal den Nagellack genommen. Gut, Sie haben also den Nagellack Ihrer Freundin entwendet. Welche Farbe? Ocker. War. Was? Ocker war. Ja. Punkt. Würden Sie bitte in ausführlichen Sätzen antworten? Sehr. Gerne. Ja, also. Sie haben diesen Nagellack entwendet. Können Sie mir bitte schildern, wie Sie auf diese absurde Idee kamen, mit Nagellack eine Bank zu überfallen? Mein Freund Horst hat mir gesagt, mach doch das Fläschchen auf und kipp dir das Zeug in die Hose. Ja. Nagellack. Gut, und der Tathergang, würden Sie uns den bitte mal schildern, damit wir uns ein Bild machen können davon. Wie ist es dann zu der Tat gekommen? Wie ist es da vonstatten gegangen? Ich ging schnurstracks in meinem Wahnsinn zur Bank und holte meinen Nagellack raus. Aus der Hose. Ja, richtig. Dann schaute ich die Kassiererin an und drohte ihr mit meinem Nagellack. Sie war fertig mit den Nerven. Gut, aber jetzt ist es ja auch dazu gekommen, dass Sie den Nagellack verwendet haben in der Bank. Wofür? Um die Fingerabdrücke zu bemalen und meine Beweise zu vertuschen. Sie wollen mir jetzt erzählen, alles, was Sie berührt haben, haben Sie dann mit dem Nagellack bestrichen und...
Gut, und wie konnten Sie die Kollegen in der Bank denn zwingen, Ihnen das Geld zu geben? Die Kollegen waren sehr klein und verängstigt wegen meiner großen Statur. Deshalb haben die mir einfach das Geld gegeben. Bereuen Sie Ihre Tat? Nein. Bitte in ganzen Sätzen. Nein, das würde ich so nicht sagen, weil es hat schon viel Spaß gemacht. Und außerdem finde ich Nagellack auch lecker. Gut. Da Sie sich freiwillig schuldig bekannt haben, würde ich sagen, ein mildes Urteil. 3 Runden Promi-Boxen für jeden. Viel Spaß noch. Yippie. Verhandlung ist beendet.